Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Super 8 von J.J. Abrams. Der Lehrmeister Abrams ist kein geringerer als Steven Spielberg, der den Film mitproduziert hat. Der Film spielt im Jahre 1979, also etwa zur gleichen Zeit wie E.T. der Außerirdische. Und auch sonst kann der Film, was die Optik, Dramaturgie und Figurenzeichnung angeht, an keiner Stelle den Einfluss Spielbergs verleugnen. Doch worum geht's? 5 vorpubertäre Jungs und ein Mädchen wollen zusammen einen Horrorfilm mit einer Super-8-Kamera drehen. Während eines Drehs am Bahnhof entgleist durch einen Unfall ein Zug. Trotz der gewaltigen Explosion können sich die Kinder retten. Schnell wird klar, dass dies nicht allein ein Unglück war, sondern in dem Zug wurde eine unheimliche Fracht transportiert, um die sich jetzt das Militär kümmert. Die Fracht ist ein außerirdisches Wesen, das die Stadt in Angst und Panik versetzt. War E.T. kinderfreundlich und ängstlich, ein Alien mit dem Wunsch, nach Hause zu können, so verkörpert das Alien in Super 8 die kriegerische Variante dessen und ist bereit, jede Katastrophe für die Heimreise zu seinem entfernten Planeten in Kauf zu nehmen. Doch der Filmtitel Super 8 verrät, worum es hier eigentlich geht. Der Titel ist eindeutig. Die Jungs drehen einen Hobbyfilm im Aufnahmeformat Super 8. Selbstreflexiv verweist dies auf die Anfänge des Regisseurs Spielberg, der bereits im Alter von 10 Jahren auf 8mm drehte. Die ersten 20 Minuten von Super 8 sind die schönsten, denn obwohl das Metakino nun wirklich keine neue Idee ist und wir uns an solche Film-im-Film-Konstellationen gewöhnt haben, ist man doch gerührt. Als die Kinder am Bahnhof drehen und einer der Jungs und das Mädchen eine Abschiedsszene spielen, die Casablanca in nichts nachsteht, ist die Magie des Kinos plötzlich sichtbar. Wir sehen keine kindischen Filmfreaks mehr, wir sehen eine Frau und einen Mann, die schmerzhaft Abschied nehmen müssen. Und diese Einstellung ist zum Sterben schön fotografiert. Im Kino We'll Always Have Paris. Doch leider nimmt der Film durch das Zugunglück eine unselige Wendung und spielt von nun an das übliche Szenario einer außerirdischen Bedrohung durch. Man hätte es wissen können, denn im ersten Bild des Films konnte man auf einem Banner lesen, Safety is our primary goal. Wie bereits erwähnt, spielt der Film 1979. Haben wir es also mit einem typisch postmodernen Film zu tun? Ist der Regisseur hier in einer Tradition mit Tarantinos Death Proof oder Rodriguez Machete? Nein, im Gegenteil. Tarantino und Rodriguez arbeiten streng postmodern. Sie kleiden einen neuen Inhalt in ein altes Gewand und zitieren dabei die halbe Filmgeschichte. So wird in Death Proof heutiger Feminismus und in Machete aktuelle US-amerikanische Einwanderungspolitik verhandelt. In Super 8 liegt der Fall gänzlich anders. Hier wird nicht etwas Neues in Alt umgewandelt, nein, hier wird etwas Altes in ein altes Gewand gesteckt, um dadurch etwas Neues zu bekommen. Die Story von Super 8 ist alt, die Figuren sehen altmodisch aus und die Dialoge sind altbacken. Und trotzdem wird dieser Film gedreht. Das Alte ist jetzt wieder das Neue. Wer also immer schon einmal wissen wollte, was die Post-Postmoderne ist, kann hier einen Eindruck gewinnen. Und ist dies nicht ein Phänomen unserer Zeit? Klingen nicht heute viele Indie-Rockbands genauso gestrig wie Joy Division oder gar die Beatles? Und liefert die Haushaltswarenkette Manufaktum nicht die passenden Produkte dafür? Das Neue ist ein Handquirl von den Amish-Peoplen wie vor 100 Jahren gefertigt. Das ist Post-Postmodern. Einfach postmodern wäre ein Hightech-Gerät, das die Optik des alten Quirls nur nachahmt. Das alles ist bezeichnend für den gesamten Film. Anscheinend mit einem Manufaktum-Quirl ausgestattet, rührt der Regisseur Abrams im alten Spielberg-Brei. Allerdings sollten wir noch einmal zu E.T. zurückkommen und einen eklatanten Unterschied festhalten. E.T. erzählt eine Geschichte der Unschuld, aber Super 8 lässt die Kinder in den Krieg ziehen. Man ist schon erstaunt, wie 12-Jährige sich gegenseitig im Militärjargon kommandieren. Als wollten sie der nächste Soldat James Ryan werden.
Auch die Liebesgeschichte zwischen einem der Jungs und dem Mädchen ist keine Kinderliebelei, sondern kommt so erwachsen und bedeutungsschwer daher, wie man es in erwachsenen Liebesfilmen lange nicht mehr gesehen hat. Und möglicherweise ist dies auch postmodern. Gehen wir zu den fremden eingeborenen Völkern oder gleich zu den Kindern und begaffen wir, wie sie wahrhaft lieben und wahrhaft patriotisch sein können. Aus der Aufforderung Jesu an seine Jünger zur Demut, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, wird in Super 8 eine Kampfansage. Offen blieb bislang, für was eigentlich das außerirdische Monster steht. Immer, wenn es irgendwo auftaucht, ertönt mysteriöse Musik und das Licht von Autoscheinwerfern und Straßenlampen sorgt für bläuliche Lichtstreifen auf der Kinoleinwand. Dies ist freilich eine Reminiszenz an die Aufnahmetechnik Super 8. Aber warum ist das Erscheinen des Monsters so eng mit dem Filmmaterial verknüpft? Meines Erachtens ergeben die allerletzten 10 Sekunden des Films eine einleuchtende Antwort darauf. Zuvor konnten wir sehen, dass das Raumschiff des Aliens aus weißen, quadratischen Elementen besteht, die sich immer wieder neu zusammensetzen. Doch nur wenn es richtig zusammengesetzt ist, wie bei einem Puzzle oder einem digitalen Bild, kann es die Erde verlassen. Ganz am Ende gelingt dies, in den letzten Sekunden sehen wir das Raumschiff nur noch als einen bläulichen Lichtstreifen. Der Lichtstreifen kontrahiert und es bleibt nur ein weißer Lichtpunkt an der Mitte des oberen Bildrandes. Das kleine Licht ist genau das, was man sehen kann, wenn man sich im Kino umdreht. Es ist das Licht aus dem digitalen Projektor. Zwar heißt der Film so schön nostalgisch Super 8, aber das Raumschiff steht für das digitale Kino. Das böse Alien ist das Kino selbst. Der Begriff Pixel ist aus den Worten Picture plus Element zusammengesetzt. Die weißen Elemente, aus denen das Alien-Raumschiff besteht, müssen als Pixel gelesen werden. Nicht allein die Story, sogar das Filmmaterial hat seine Unschuld verloren. Leider aber hat der Regisseur seinen eigenen Film nicht verstanden, denn er feiert diese kriegerische Entwicklung. So trifft Tarkowskis Satz diesmal den Regisseur: Wir schauen nur, aber wir sehen nicht.